Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. So, wir haben das letzte Mal die Angelrute ausgeworfen. Das haben wir auch relativ gut gemacht, wie ich so finde. Nun, der Deal mit Dino. Haben wir nicht noch eine andere Quest gerade? Das ist die einzige Quest, und zwar eine Hauptquest der Stufe 3. Wir sind schon wesentlich weiter. Wir sind Stufe 8. Ich habe mir jetzt auch noch das Season Pass runtergeladen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt eingelöst wird, sag ich mal, oder aktiviert wird. Das sind ein paar zusätzliche Quests, glaube ich, die hier unsere drei Nebencharaktere oder ja auch Hauptcharaktere betrifft. Das sind wahrscheinlich so Background Stories, und es soll eine Mehrspieler-Erweiterung geben, was mich sehr, sehr für jedes Problem macht, die richtige Lösung. Mehrspieler? Mehrspieler hier in Final Fantasy 15? Hier hat sich nichts verändert. Vielleicht habe ich das noch nicht richtig aktiviert, aber es stand, es wurde aktiviert. Naja, okay. Ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal die Hauptquest weiter. Sollen wir laufen oder? Komm, wir laufen, damit der Gladiolus noch in der Stufe ein bisschen weiterkommt. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Das werden wir aber gleich wahrscheinlich wieder müssen. Ach, Moment. Wie wär's denn mit einem kleinen Snack? Ach komm, das schaffen wir. Das ist Stufe 3. Guck mal, wir sind Stufe 8. Das schaffen wir auch ohne irgendwelche Zus. So. Ach ja. Das ist so. Ich weiß nicht. Jedes Mal. Ach, besser kann's nicht werden. Ja. Vermutlich nicht. Ja, das ist jedes Mal, wenn ich dieses Spiel starte, habe ich so ein kleines Gefühl. Wie, ich würde mal sagen, ja, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich maßlos, aber es hat so ein heimatliches Gefühl, dieses Spiel zu starten. Und das ist das, was ich lange Zeit bei einem Spiel vermisst habe. Die richtig große Freude daran, es jedes Mal zu starten und ohne großes Ziel. Ich habe kein großes Ziel heute, einfach. Ich bin einfach froh. Dieses Meisterwerk. Wir sind noch komplett am Anfang, aber ich nenne es schon ein Meisterwerk, spielen zu dürfen. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Ja, das finde ich auch. Garden Cave. Oh, sorry, Fonto. Eine Kiste. Oh, eine Holzkiste, aber die ist nur zur Deko. Ja, der Ignis regt sich auch schon auf. Heute ist es noch früh am Morgen, noch kaum befahren die Straße. Das ist auch schön. Hier durch den Canyon, das ist voll geil. Prompto ist richtig schnell unterwegs. Das gefällt mir. Aber auch unsere Freunde hier. Guck mal, was hat er denn die ganze Zeit? Was ist denn, Ignis? Willst du reden? Drück dich jetzt was. Dann nicht. Leider nicht. Dann gehen wir weiter vor. So. Wegen dem müssen wir jetzt wieder Zeit gut machen. Hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nachher eine kleine Feinde. Pause? Du sagst es. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Also ehrlich. Hey. Ich hoffe mal, dass jetzt das Mikrofon jetzt wieder sich ordentlich anhört. Ich versuche immer wieder nach jeder Folge ein bisschen dran rumzufeilen und ja, es eben gut wie möglich rauszuholen, den Ton. Und ich hoffe, das Verhältnis stimmt jetzt zu der Ingame-Musik oder allgemein zum Ingame-Sound. Ich hoffe es einfach mal. Und natürlich in einem guten Verhältnis haben. So wie die Freundschaften der vier Leute. So, wir sind gleich da. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Zum Mineralvorkommen begeben. Ein Mineralvorkommen sollte es dort geben, wenn wir uns dorthin begeben. Ja, oh. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Ah,
Solhenschluss. Sehen wir uns mal etwas um. Okay. Wir sind hier. So. Da oben sind wir hin. Okay. Boah. Ich schätze mal, gleich werden wir wieder kämpfen müssen. Ich habe nie großartig die Final Fantasy Teile gespielt. Leider muss ich sagen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht mal welcher Teil das war, ob es der 10er war, ob es der 11er war. Oder so. Oh, oh. Sag mal, müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Von dem Vieh. Das ist doch das Ding, was wir letztens gesehen haben. Ich schätze mal, das Ding wird eine riesen Stufe haben, die wir nicht schaffen werden. Die wir jetzt momentan einfach noch nicht schaffen werden. Rotgranat, Alter. Jetzt müssen wir irgendwie hier runterkommen. Nein! Ach du Scheiße! Ich habe nicht. Schon das Gesackkraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ja, auf jeden Fall. Alter. Oh, das war doch eine Nummer zu groß für uns. Eindeutig. Boah. Alter, ich habe jetzt echt... Das wird eine tolle Farbe abgeben. Ich habe echt erstmal hier mit dem... Mit dem Ingame-Leben abgeschlossen. Boah, Scheiße. kommen wir da unten auch hin? Ich probiere mal. So. Ja, das klappt ja super. Da haben wir noch ein paar Erze. Ein paar Splitterchen. Ja, super. Sehr überraschend. Das kam jetzt eben wirklich sehr überraschend. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich habe nicht, ich habe kaum einen Teil gespielt, leider. Was ich halt großteils gespielt habe. Der Wind ist echt angenehm. Ist halt ja, das stimmt. Final Fantasy 14 Online halt. Dieses Online-Spiel. Was jetzt ja auch nicht so das typische Final Fantasy ist. Aber hat mir auch gefallen. Von der Spielatmosphäre her, von, ja, wie Final Fantasy da einfach etwas Großes erschaffen hat. Das finde ich jetzt einfach mega interessant, wie die Tiere aussehen, beziehungsweise Monster oder Tiere. Wir nennen das einfach mal Tiere. Das waren ja sehr tierartige Wesen. Ja, die Charaktere, die Städte, die... Vegetation, alles um uns herum, das ist immer irgendwas Neues ist und ja, das gefällt mir irgendwie jetzt so richtig arg an Final Fantasy und Wolkenlos, ja, genau. Ja, ein paar Wölkchen sind schon da. Oh, hallo. Bin ich alle? Ich kann nicht mehr. Wir machen aber nur Kurzpause. Ist nicht mehr weit bis zum Galdin Kai. Wenn wir da sind, können wir uns eine Massage gönnen.
So, ich gehe mal hier rüber. Fromto hat bestimmt wieder ein Bild vom Vogel gemacht. Da bin ich mir schon fast sicher. Ja. Also wie gesagt, unglaublich, was Square Enix da als riesige Welt erschaffen hat. Und jeden Teil aus Neue irgendwie faszinierend aufbaut. Das finde ich richtig cool. Was ist das? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Fitnessbrot. Oh, da freue ich mich drauf. Sehr cool. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Bald, irgendwann soll ja auch nochmal dieses Final Fantasy VII Remake kommen. Das werde ich mir, denke ich mal, auch zulegen. Und das ist ja so mit der große Final Fantasy Teil, den man gespielt haben muss. Leider habe ich ihn nie gespielt. Das ist so tragisch. Aber das werde ich auch noch nachholen. Für alle, die das Spiel auch noch nicht gesehen haben, noch nicht gespielt haben, die können sich das dann natürlich auch dann bei mir anschauen oder einfach selbst holen. Selbst spielen ist natürlich immer am geilsten. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Den Flirtmaster Gladiolus, den kennen wir ja schon. Ja. Wir sind wieder da, am Galdenkai. So. Da nach hinten müssen wir. Genau. Hier rüber. Mademoiselle. Na, du kleiner Knirps? Die haben auch alle so einen richtig eigenen Kleidungsstil. Das ist wirklich so der Freizeit-Rentner-Look. Jetzt ist halt weniger getrunken, meine Liebe. Gibt es hier vielleicht was Neues? Was suchen Sie heute? Naja. Warte, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, was der Herr Ignis nicht kennt, was passiert dann? Findet herzlichen er Dank. Rezept? Nee, okay. So, das 2000 Kill, ich weiß nicht. Nee. Stets zu Diensten. Was ist das? Verdienen wir noch. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Da bin ich nun auch gespannt. Ah, okay. Wenn da Fragezeichen sind, dann heißt das automatisch, er findet ein neues Rezept. Das ist cool. Ah, guck mal. Ach, das ist so schön. Jeder NPC. Das ist unglaublich. Jeder hat seine eigene Aktion. Jeder macht so sein Ding in dieser Welt. Und vor allem hier, das ist wie im Urlaub zu sein. Willkommen am Galdenkai. Dankeschön. Den karibischen Wind. Die Brise. Die einen über die Haut fährt. So was Dummes. Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Das ist einfach der beste Charakter. Ever. Überhaupt ever. Der Ich hab Hunger. Junge. Dafür bist du aber auch wirklich am richtigen Ort. Was war hier? Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Was lesen? Ach, hier. Aha. Aus der Kosmogonie. Die göttlichen Sechs der Riesentitan, so stark wie der Fels. Der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan. Sorry, wenn ich manche Dinge falsch ausspreche, vor allem in Final Fantasy, könnte das durchaus vorkommen. So tobend wie die Brandung, der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Das hat sich sehr interessant angehört. Also wirklich jetzt. Endlich angekommen. Ich habe auch das Gefühl, wir werden auf Götter legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein,
anscheinend so. Lassen sie Dino den roten Edelstein geben. Okay, lass den Deal beginnen. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Bin pappsatt. Die haben sich hier alle ziemlich vollgefressen. Huch, ich muss ganz kurz mal das Monitoring runterschrauben. So, Moment. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Moment. Ich glaube, dass. Ja, jetzt sollte das gut so sein. Okay, sorry. Ja, komm, wir reden direkt nochmal mit ihm. Ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Bin pappsatt. Wir bleiben... Ich weiß nicht. Ich will mich von diesem Ort gerade recht wenig trennen. Wir sind ja erst angekommen. Ich will mir das da hinten mal anschauen. Die Krebse. Ob die jetzt feindselig sind oder... was wir mit denen anstellen können, ob man einfach nur hindurchlaufen kann oder nicht. Und das machen wir eben mal schnell. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir auch sehen, wie wir hier den Ort verlassen. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich will das Ganze hier eigentlich noch, ehrlich gesagt, erkundschaften. Da hinten will ich hin. Das will ich mir unbedingt ansehen. Das kann man auch einen ganzen Tag durchziehen, ne? Oh, ich krieg das mit dem automatischen Laufen nicht hin. So. Egal. Mache ich das halt manuell. Wer ist Manuel? Weiß ich nicht. Auch einen ganzen Tag. Aber seine Geschäfte scheinen ja zu laufen, wenn er immer nur eine Waffe pro Set da zur Verfügung hat. Das muss ja super laufen. Super Geschäft. Applaus. Super. So, wir gehen da nach hinten. Nanu. Rauch. Eine Rauch. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Besser kann's nicht werden. Ja. Vermutlich nicht. Da sind die Krebse. Ah, da hinten ist ein Zeltplatz. Geil, und da sind nochmal... Oh, das will ich doch nochmal schnell machen. Ich weiß, lass dich doch nicht immer ablenken. Aber nein, so mache ich das. So. Die Elementarenergie. Wir warten, bis wir das komplett aufgeladen haben. Dann machen wir was richtig Geiles, Starkes. 70 von 99. Und hier wird das jetzt genauso sein, wahrscheinlich. Hier. Genau. Und 74. Schön. Und jetzt gucken wir uns mal die Krebsis an. Sie sind Stufe 4. Boah, man hört die Schalen richtig knacken. Bam, 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 bam.
Klingt, als würd's dir blendend gehen. Okay. So haben wir das Geheimnis um die Killerkrabben gelüftet. Da hinten sind noch ein paar. Ich mag das Kampf meiner voll. Ach Mist. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. So muss das sein. Ja. Ich konnte gerade nichts machen. Noch taktvoll den Lauf. Das klappt immer besser. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Da hinten. Der hat was gefunkelt. Oh, was für eine hübsche Farbe. Ich bin mal gespannt, wie wir das verwerten können. Schwarzsteinsplitter, Rotsteinsplitter. Da hinten ist noch was im Gebüsch. Nein. Gelbsteinsplitter. Auch nicht schlecht. Boah, ich höre mich wieder zu laut. Ich höre mich schon wieder zu laut. Das ist mir... Ach, das ist voll unangenehm. Das ist voll unangenehm. Moment. So. Ja, so sollte das funktionieren. Jetzt höre ich auch den Ingame-Sound wieder lauter. Das ist schön. Okay. Wir gehen da nach hinten. Und... Ja. Ich weiß. Echt angenehm hier. Wir haben schon über 10 Folgen. Und ich rede immer wieder davon, wie schön das hier ist. Ach, aber es ist auch schön. Es ist auch wunderschön. Vielleicht sollten wir eigentlich mal hier zelten. Das wäre ja nicht schlecht. Damit der Prompto auch mal wieder vorankommt. Der Ignis, sorry. Huch. Schande über mein Haupt, ich habe die zwei verwechselt. Ah, hier. Hä? Nein, das gehört... Nee, das wird nicht dazu gehören. Hier soll es was geben. Vielleicht... Hä? Unter uns... Ach, das ist doch... das ist unter uns. Also unter uns... es ist unter uns. Da ist ein Schatten. Aber auch nicht der richtige. Ah, doch, das war er. So, wir gehen da runter. Ja, das wird da unten drin sein. Oh, cool. Da. Na nun, was haben wir? Fongo-Ongo. Du bist ein richtiger Fongo-Ongo. Geiles Wort. Geiler Name. Geiles Spiel. Supergeil. ja. Sollen wir zelten oder direkt dahin? Komm, wir gehen zelten. Ich bin ziemlich erschöpft. Genau. War keine Absicht. Eigentlich schon. So. Ja, wir gehen mal zelten. Na, oh, die Musik wieder. Das vielleicht so sollten schön. Wir heute hier übernachten. Vielleicht sollten wir das tun. So eine Trainingseinheit noch kurz vor Ende. Das machen wir mal eben schnell. So, Schwierigkeitsgrad wählen. Kampfgrundlagen Stufe 5. Ja, wieder mal. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Selber. Ach, Mist! Komm her! Das war's. So, Training beenden. Das war ein guter Abschluss, finde ich. Das könnten wir auch in der nächsten Folge machen. Komm, das machen wir in der nächsten Folge.
von Final Fantasy 15. Wir brauchen Licht. Okay. Genau. Und dafür sorgen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.